Servus Alexander! Servus! Grüßt euch! Grüßt euch! Zu einem neuen Video Whisky-Testing mit Alexander. Was hast du uns heute Feines mitgebracht? Heute gibt es eine Legende. Eine Legende. Dann erzähl mal was von deiner Legende. Das ist der Glendronach. Also auch wenn er Glendronach ausgeschrieben wird. Aber ich habe heute extra nochmal nachgelesen, das CH am Schluss wird als K ausgesprochen. Okay. Darum heißt es auch nicht Glenfiddich, sondern Glenfiddich. Ah, okay. Ja, gut. Glendronach, der Revival, der 15 Jahre alte Whisky. Tatsächlich eine Legende, weil der Whisky war auf dem Markt, dann ist er vom Markt verschwunden und ist nach ein paar Jahren wieder aufgetaucht. Zwar in einer anderen Zusammensetzung, aber okay. Glendronach ist eine Brennerei, die war von 1996 bis 2002 geschlossen. Okay. Hat danach wieder angefangen zu produzieren und wurde so 2007, 2008 von Billy Walker gekauft. Okay. Billy Walker habe ich hier schon öfters erwähnt. Der ist später aus der Glendronach-Geschichte ausgestiegen, hat das Ganze an eine große Firma verkauft und ist dann bei Glenallachie eingestiegen. Und der Whisky hatte damals die Besonderheit, dadurch, dass die Brennerei von 1996 bis 2002 geschlossen war, okay, und die davor ja noch produziert hatten und Fässer auf Lager hatten, haben die irgendwann angefangen, einen 15 Jahre alten Whisky zu verkaufen, der rechnerisch gar keine 15 Jahre alt sein konnte, weil die Brennerei ja geschlossen war. Das heißt, wenn du 2013 einen Whisky kaufst, der 15 Jahre alt ist, der kann dann nicht von 2002 bis, eigentlich logisch, ja, rechnerisch. Das heißt, der Whisky war damals schon älter als 15 Jahre und wurde halt zu einem Preis verkauft, damals, bevor das dann ausging, von knapp 40 Euro und war eine Zeit lang der absolute Geheimtipp unter den Whiskys, bis er dann halt kein Fass mehr da war. Also okay, bis dann wirklich okay, der 15-Jährige weg war. Als er ausverkauft war, sind die Preise, damals habe ich das noch so ein bisschen mitbekommen, zwar vor meiner Whisky-Trinkerzeit, sind die Preise so im Gebrauchtmarkt, im Zweitmarkt so auf 100, 150 Euro gestiegen. Wahnsinn. Und heute habe ich mal nachgeschaut, was der alte, die alte Abfüllung kosten würde. Da bist du schon mit 200 bis 300 Euro dabei. Ja. Dann haben die eben ein paar Jahre aussetzen müssen und weil eben der 15-jährige Whisky, der muss ja mindestens 15 Jahre alt sein und 2018, glaube ich, haben sie dann den Revival neu auf den Markt gebracht, aber halt nicht mehr, früher war der eine Einzelfassreifung, also in einer Fassart gereift und mittlerweile ist das jetzt ein Misch aus Pedro Ximénez, also PX, und Oloroso Sherry. Und vorher war das, glaube ich, bloß ein Oloroso Sherry Whisky. Soll anders geschmeckt haben, was mich nicht stört, weil was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich war schon klar, kurzfristig mal im Überlegen, ob ich nicht einen Glendronach, den alten, mir kaufen sollte. Aber ich fände es dann irgendwie zu schade, wenn ich dann die Flasche Whisky und der schmeckt mir halt dann wirklich gut und ich mir dann denke, ich kriege ja damals noch so 100, 150 rum, aber mittlerweile 200 bis 300 Euro. Also, die hat das schon mal hervorragend, muss ich echt sagen. Schief fruchtiger Beeren kommen natürlich. Glendronach, also Glen heißt ja immer Tal, mhm, wie Glenfiddich ist, ist das Tal der Hirsche und Glendronach ist das Tal der Brombeerhecken. Also so ein bisschen bärig sollte er schon sein. Ja, das sind schon Brombeeren. Preislich gesehen, preislich gesehen aktuell mindestens 75, das du hinlegen musst. Okay. Ich habe noch vor 3-4 Jahren, als ich mich schön eingedeckt habe, habe ich noch für 60, knapp unter 60 bekommen. Aber die Preise sind am Steigen. Da gibt es dann noch, ja, den 18-Jährigen habe ich mal so beim Holländer vor 3-4 Jahren für 75 bekommen. Der kostet jetzt 130. Und der 21-Jährige, den habe ich noch knapp einen 100er bekommen. Der ist jetzt auf 200. Wahnsinn. Und ich sage, der mittlerweile bei 75, manchmal auch 80 Euro in manchen Läden.
Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch eine Flasche zu dem Preis kaufen würde. Gut, ich habe noch daheim auf Vorrat, weil kaufe mit der Zeit, so hast du in der Allerdings, Not. jetzt probieren wir nochmal, oder? Ja. Prost auf euch. Prost. Ah, das habe ich da wunderbar abgekommen. Da habe ich sofort die Kirsche. Und eben die Beeren. Gibt so Aprikosen. Sogar wegen Feige. Ah, oh, Wahnsinn. Ich will die probieren, der schmeckt wie was. Kennen ja meine Frau. 46 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, das, was der Whisky-Liebhaber mag. Gell? Meiner Freundin schmeckt er immer ein bisschen fischig. Die Gell? sagt, alles von Glendronach hat so einen fischigen Geschmack. Na, der konnte jetzt überhaupt nicht so. Ich hatte überlegt, ob ich euch da nicht erstmal den 12er vorstellen sollte, bevor ich den 15er hernehme. Also ich habe schon einmal einen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, was das für einer war. Kann sein, dass es vielleicht der 12er war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Sehr gut. Okay. Der 12er ist in der roten Dose. Ja. Das ist so die Okay. Massenware. Ja. Wahnsinn. Ein 12er gab es mal eine Zeit lang beim Holländer für unter 30. 28 Euro habe ich das letzte Mal gezahlt gehabt. Aber der ist. Ja. Sehr lecker, Freunde. Also, den kann ich heim empfehlen, gell? 75 aktuell. 75 aktuell. Wird Gut, wahrscheinlich auch nicht günstiger es ist werden. eine Ansage, klar, brauchen wir nicht reden, aber. Ja, aber selbst der Glenallachie, der 15er, kostet mittlerweile schon 70. Und den habe ich mal im Angebot für 43 bekommen. Die Preise steigen. Auch mit dem Grund, neben dem Platzmangel, warum ich nicht mehr viel Whisky in letzter Zeit kaufe, also nichts mehr Neues. Natürlich aus der Schweiz dann jetzt sagen, was nichts kostet, ist ein Klump. Aber es gibt auch guten Ja. Whisky zu vernünftigen Preisen, wo wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her stimmt. Der eine Aldi-Whisky, den wir da hatten, der Irish Whisky, hat ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt. Und mir wäre es natürlich auch lieber, wenn ich den noch für 40 Euro, wie es vor 10 Jahren war, bekommen würde. Hey, der ist. Sehr gut. Ja. Echt schon sehr gut. Ich muss auch zugeben, der 18er, den hatte ich am Anfang meiner Whisky-Karriere, der hat mir nicht so gut geschmeckt wie der 15er. Ja, das ist ja das, was ich ja einmal sage. Du kannst mir jetzt wahrscheinlich einen herstellen für 100, 150, 200 Euro. Wenn ich es nicht weiß, ich probiere den und sage, ja, das ist nicht mein Fall. Du hast möglich, gell? Wir könnten ja mal wieder ein Blind Whisky Tasting machen. Ja, ist ja ganz gut angekommen, glaube ich. Ja. Das können wir schon mal einmal wieder Ja. machen. Ist eh wieder gefragt, gell? Ja, beziehungsweise der Zufallsgenerator. Oder? Und ich dann, dass ich das Ja. Richtige rausbringe. Ja, aber das war damals schon ein Aufwand, weil ich habe da ja hier 13 Flaschen her transportiert. Zwei stammen ja von dir, dass wir Ja, du aus hättest aber Würzburg. so sagen müssen, dann wäre ich Ja, reingepasst ins Auto haben sie, aber es waren zwei Rucksäcke voll und jede von den Flaschen hat ja mindestens ein Kilo Gewicht. Kim. Die waren ziemlich voll, oder, gell? Ja. Da waren auch welche dabei, die habe ich noch nie offen gehabt. Die habe selbst ich nicht gekannt. Und ja, nein, gut, Preis ist halt immer so ein Angebot und Nachfrage, beziehungsweise auch die Verfügbarkeit. Und der ist wohl, was ich jetzt gemerkt habe, auch nicht immer auf dem Markt. Also Okay. in manchen Läden, ich glaube bei whisky.de, ist der im Augenblick nicht verfügbar. Und wenn, Ja dann gibt gut, es der da hat öfter mal bloß. Sachen, was nicht verfügbar sind, das ist klar. Das ist aber nicht seine Schuld. Lass mich mal schnell nachschauen, ob ich mich da heute versehen habe bei Also den kann whisky.de. ich wirklich nur empfehlen, gell? Ne, er ist auf Lager, kostet bei whisky.de 89,90 €. Okay.
Bei irgendeinem Laden habe ich gesehen, war der ausverkauft und wenn, dann gibt es bloß zwei Fässer. Übrigens, die große Firma, die Glendronach mittlerweile gehört, ist Brown-Forman. Okay. Ja. Ja, also du hast jetzt einen sehr guten Tropfen mitgebracht, gell? Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Es war jetzt wieder ein sehr angenehmes Whisky-Testing mit dir. Die nächsten beiden Whiskys, also einer ist ein Exot und einer kann ich schon mal so teasern, andeuten. Das ist ein Standard-Whisky, den du hundertprozentig kennst. Okay. Da geht's ich lasse mich überraschen. Da geht es dann mal wieder in die rauchige Richtung. Ja, kein Mama-Whisky. Nein, den solltest du kennen, den sollten eigentlich die meisten von unseren Zusehern kennen. Aber er ist halt bei mir offen gewesen und sag, warum sollte ich den mal nicht vorstellen? Also. So machen wir das, gell? Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Der Alexander ist ja der fürs Hintergrundwissen, gell? Das weiß ich alles nicht. Das tue ich mir gar nicht alles an. Weil es mich auch gar nicht so interessiert, sage ich mal, aber dafür bist du der Mann. Und der mit der gut gefüllten Schnapsbar. Genau. Also, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus, Servus, Servus. Servus.